Prost, herzlich willkommen bei einem Video in dem wahnsinnig heißen Sommer Juli 2022. In den nächsten Tagen soll ja hier in Deutschland eine Hitzewelle quer durchs ganze Land gehen. Und da ist es wichtig, dass wir uns ja nicht zu viel bewegen, ruhig machen, erfrischen, genügend zu uns nehmen, Fenster abdunkeln. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass du mit Hydrolaten und mit ätherischen Ölen dir das Leben ein bisschen angenehmer machst. Habe ich jetzt schon mal ein Glas mit Zitrone und Minze, und das sind ja zwei Pflanzen, die ganz viele als wirklich erfrischend und auch belebend kennen, so für den Sommer, wenn es heiß ist. Viele trinken es gerne, so wie ich, im Wasser, und andere aber benutzen es ganz gerne, um sich eben dann auch eine körperliche, äußerliche Erfrischung zu verschaffen. Du kannst ätherische Öle vielfältig nutzen im Sommer. Das eine ist, dass du zum Beispiel ein Fußbad machst. Dazu nimmst du zum Beispiel Meersalz und ein paar Tropfen ätherische Öle wie Zitrone, Minze und vielleicht auch Zypresse. Damit, das mischst du, also ungefähr 250 Gramm Meersalz und dann 15 bis 20 Tropfen von den ätherischen Ölen, und dann nimmst du immer einen Esslöffel auf so eine Wanne mit Wasser, und dann kannst du immer zwischendurch mal die Füße reinlegen. Das entstaut und du fühlst dich dann einfach schon mal ein bisschen besser, ein bisschen abgekühlter. Oder du machst auch Armbäder damit. Dann nimmst du dir die Schüssel oder machst das auch im Waschbecken mit lauwarmem Wasser, gibst auch wieder diese Mischung aus dem Salz und den ätherischen Ölen rein und dann eben die Arme da hineinlegen, und auch dann fühlst du dich schon etwas frischer. Die andere Möglichkeit sind eben hier diese Blütenwasser oder Hydrolate, wie sie auch genannt werden. Eigentlich waren das ja oder sind das Überreste, die bei der Destillation der ätherischen Öle entstehen. Und früher wurden die oft weggegeben, weggeschüttet. Man hat aber in den letzten Jahren das tolle Potenzial dieser Hydrolate entdeckt, denn da sind ja noch ganz viele wertvolle Bestandteile der ätherischen Öle drin, und es ist auch noch ein gewisser Prozentsatz von dem Öl auch da drin. Und deswegen sind die ganz toll und wirksam, und du kannst sie vielfältig benutzen. Das eine ist eben, dass du zwischendurch immer wieder mal hingehst im Sommer und dich mit einem Hydrolat einfach absprühst, so einfach nur so, das erfrischt, das ist total gut, riecht auch noch lecker. Du kannst es generell als Gesichtswasser verwenden anstelle von einem fertigen Tonic, und du kannst jetzt so ein Rosenwasser auch bei anderen Gelegenheiten benutzen am Körper. Hatte ich dir ja schon mal erklärt, zum Beispiel, wenn der Babypopo von deinem Baby irgendwie gerötet ist. Ja, du kannst es dir ins Gesicht sprühen, du kannst es auf den ganzen Körper sprühen, du kannst aber eben auch mit so einem Hydrolat dir deinen Trink nochmal irgendwie ein bisschen aufpeppen. Also einfach dann ein paar Sprühstöße von dem Rosenwasser in ein Glas Leitungswasser reingeben. Schmeckt total lecker und hat auch noch eine andere Wirkung, zum Beispiel, wenn du eine Zahn-OP hattest, dass du dann gleichzeitig auch noch deine Mundschleimhaut pflegst und die Schwellung dadurch eben positiv beeinflusst wird, dass sie schneller wieder verschwindet. Ja, an Hydrolaten gibt es eine ganze Menge. Die wirken auch alle ein bisschen unterschiedlich. Sehr erfrischend ist eben die Minze, das Pfefferminzhydrolat, das Rosenhydrolat, Lavendelhydrolat oder auch das Hydrolat aus der Melisse. Ist ganz toll, ganz feiner Duft, erfrischender Duft. Aber auch die Melisse ist dann zum Beispiel so, dass sie dann dich auch so ein bisschen beruhigt und runterbringt. Und das ist ja auch nicht schlecht, denn gerade bei den hohen Temperaturen verlieren wir dann doch draußen in der Hitze öfter mal die Geduld mit unseren Mitmenschen und auch mit uns selber. Dieses Hydrolat, damit kannst du aber noch andere Sachen machen. Du kannst eben auch ein Beinspray dafür machen. Ich habe dir ja gerade von dem Fußbad erzählt. Jetzt nimmst du vielleicht 50 Milliliter von einem Hydrolat, entweder Rose oder aber Lavendel oder Melisse. Und dann gibst du ungefähr 5 bis 6 Tropfen von ätherischen Ölen hinein. Dabei zum Beispiel eine Mischung aus Zypresse, Lavendel und Grapefruit. Das ist sehr angenehm. Die Zypresse, die entstaut auch. Also wenn du viel stehen musst im Sommer
und leidest dann abends wirklich unter geschwollenen Füßen und Beinen oder du bist schwanger, ne? Dann passiert das ja auch oft, dass die Knöchel so anschwellen. Setzt du dich hin, legst dich hin, legst die Beine ein bisschen höher und gibst dir dann so ein Spray da drauf. Und dann ein bisschen warten und die Beine erholen sich dann wieder. Das ist dann eine gemeinsame Wirkung aus dem Hochlagern und aus den ätherischen Ölen und dem Hydrolat. Du kannst aber natürlich auch einfach nur ein Duftspray machen und dann eben sehr schön aus Pfefferminz, Grapefruit, Pfefferminz, Zitrone oder Lavendel, Grapefruit, so wie du es am liebsten magst. Und dann kannst du es immer mal so ein bisschen vor dich her sprühen, über dir her sprühen. Und dann hast du auch einen ganz tollen Duft um dich herum. Und das fühlt sich dann oft auch schon gleich viel frischer an. Wie so ein Raumspray hergestellt wird, das hatte ich ja schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Ich verlinke es dir auf jeden Fall. Eine andere Möglichkeit ist aber, dass du ein paar Tropfen ätherisches Öl in einen Zimmerbrunnen gibst. Ich weiß nicht, ob du so etwas zu Hause hast, aber ich finde diese Zimmerbrunnen das ganze Jahr über sehr angenehm. Im Winter, da sie eben dann die Feuchtigkeit abgeben und die trockene Raumluft auch nochmal mit Feuchtigkeit anreichern. Und im Sommer ist dieses Geplätscher einfach angenehm und ja, suggeriert so ein frisches Gefühl einfach schon, einfach nur dadurch, dass das Wasser läuft. Und da nochmal ein paar Tropfen Minze und Zitrone. Oh, das riecht so lecker und erfrischend. Ich mag das total gerne. Was auch geht, ist natürlich ganz klassisch der Diffusor oder der Vernebler oder eben eine Duftlampe. Und da tropfst du dann ein paar Tropfen von der Mischung, von einer erfrischenden Mischung eben hinein und lässt den laufen und dann hast du auch den Duft im Raum. Und wenn du unterwegs bist, dann gibt es ja die Möglichkeit von verschiedenen Anbietern, hier zum Beispiel von Primavera, dass es solche Roll-Ons gibt. Damit kannst du dann hier den Puls an den verschiedenen Stellen benetzen sozusagen und hast dann auch den Duft in der Nase. Und je nachdem, welche Wirkstoffe drin sind, welche Öle drin sind, hat das eine beruhigende oder eben erfrischende Wirkung. Jetzt ist natürlich so ein Raumspray toll, wenn du zu Hause bist oder ein Einzelbüro hast. Wenn du dir das Büro mit jemandem teilen musst oder aber du bist im Bus und Bahn unterwegs, dann ist das nicht so prickelnd. Dann nimmst du einfach nur dein Öl und ein Taschentuch und gibst dir dann einen Tropfen auf das Taschentuch drauf und kannst dann immer wieder mal an dem Taschentuch dann riechen. Oder du gibst dir einen Tropfen Zitrone oder Minze in die Hand, verreibst es, einatmen und dann hast du den frischen Duft dann immer wieder unter der Nase. Und das ist dann auch sehr angenehm, gerade bei der Hitze in den zurzeit auch sehr vollen öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Jetzt hast du vielleicht Bedenken, dass du sagst, ja, aber Pfefferminze ist ja überhaupt nicht gut. Ich habe ein kleines Baby zu Hause oder ich habe jemand, der ist sehr empfindlich und dann ist ja die Pfefferminze gar nicht so gut. Ist richtig, aber in dem Fall schmierst du ja weder dein Baby noch diese sensitive Person jetzt mit einer Mischung ein, die Pfefferminze enthält, sondern versprühst das ja weitflächig in einem großen Raum. Da ist das dann auch okay. Wenn du natürlich da Bedenken hast und ganz auf Nummer sicher gehen möchtest, dann kannst du alternativ zur Pfefferminze oder Speerminze die sogenannte Bergamottminze nehmen. Die Bergamottminze enthält gar kein Menthol und ist daher eben auch schon für kleinere Kinder gedacht. Ich hoffe, du hast jetzt noch ein paar schöne, gute, duftende Tipps mitnehmen können und wünsche dir, dass du gut durch den Sommer kommst. Bleib gesund und bis bald. Tschüss.